wollen, Wurzeln haben. Ich muss gleich essen, glaube ich. Jo, das ist kein Problem. Ich glaube, ich höre es schon. Ich bin voll gerutscht. Gesundheit. Pferd, bleib einfach stehen. Einfach gerade stehen bleiben. Sehr gut. Schaufel, Schaufel. Zack. Ist gar nicht mal so unpraktisch, dass ich mal wieder mit einem Level 15 Pferd beim Aufnehmen unterwegs bin. Damit bin ich dann nämlich ein bisschen schneller. Und ich kann meine Hufeisen anziehen. Oh, das hat mich auch so ein bisschen gestört vorhin beim Reitunterricht. Ups, da ist was. Dass die vor mir zwar ein höheres Level als ich hatte, sie hatte aber keine Hufeisen an. Und deswegen war sie langsamer als ich. Und ich habe sie die ganze Zeit überholt, weil ich habe die 3-2-3-2 Hufeisen. Andere Hufeisen trage ich ja gar nicht mehr. Und dann musste ich die Hufeisen halt ausziehen, so weißt du. Und das fand ich so. Warum ziehen nicht alle die gleichen Hufeisen an? Gar keine Hufeisen. Warum trägst du keine Hufeisen? Keine Ahnung, ich vergesse das. Ich weiß nicht mal, wo meine guten Hufeisen sind, in welchem Pferd. Oh, Wahrscheinlich die. an dem Pferd, wo ich sie erhalten hatte. Also in welches ich da geritten bin. Ja, gut. Aber Das keine Ahnung, welches das ist. müsste doch dein. Ach, wir haben schon genug. Das müsste doch dein erstes Mama-Pferd sein, oder? Auf dem bist du doch ewig geritten. Ja, stimmt. Darauf bin ich 2 Monate oder so geritten. Das war eine sehr Nicht lange genau. Zeit. Ja. Ich wollte unbedingt irgendein bestimmtes Pferd haben. Deswegen habe ich gespart. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ich glaube, das Papa-Pferd. Das kann gut sein. Zack, rüber da. Und ja, diesmal habe ich einen Timer gestellt. Bevor jemand fragt. Eben mit dem Klettern, das hat mich daran erinnert, so, ach, hier gibt es ein zweites Stockwerk. Mit welchem Klettern? Wo du da hochklettern wolltest, da den Berg. So. Lass mich in Ruhe. Oh, ich habe Teller bei dir gehört. Kann das sein? Ja. Endlich gibt's was zu essen. Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Aber ich fürchte, bei mir gibt es heute nichts Warmes mehr oder so. Ich könnte BMW essen. Ach nee, Quatsch, Messer. Ich dachte schon, warum geht das mit der Schaufel nicht? Vom, vom, vom mit der Schaufel auf den Baum einhauen. Das ist kein Minecraft. Ja! Nee. Ja, egal, ich muss kurz essen. Jo, guten Hunger. Ich mach die Quest aber weiter, ja? Ja. Oh, ich bin auch fertig. So, dann würde ich sagen, gehen wir das mal eben abgeben. Ohne Link. Sie hat uns verlassen. Voll sad. Ich mag mein grünes Make-up. Das ist so Tarnmuster. Da soll noch mal einer kommen mit diesen drei Tarnstrichen da aus Dundul, was eher aussieht wie Kratzer im Gesicht. Das hier ist richtig tarnfarben, ich sag's euch. Ich muss mir so ein militärtarnfarbenes Outfit holen, dann kann ich mich damit irgendwo verstecken bei Versteckenspielen oder so. Nämlich der King. King of Versteckenspielen. Ja, jetzt reiten wir eben zurück. Und ja, ich bin jetzt so asozial und lasse den Weg drin. Er ist eh nicht allzu weit. Und, ihr könnt ja ruhig mein dämliches Gelaber mal ertragen, ne? Dafür habt ihr ja auf das Video geklickt. Boah, ich rede gerade voll asozial, es tut mir leid. Ich freue mich schon, wenn ich die ersten Antworten auf unser neues Intro kriege, beziehungsweise die erste Kritik, Resonanz, was auch immer, ihr wisst schon. Denn bisher ist die erste Folge damit noch nicht raus, also die 200. Ich weiß, dass sein Geist ist. Aber heute oder morgen wird sie rauskommen. So, ich überlege gerade, welche Quests ich noch alle habe bis Level 20 und darüber hinaus. Also ich habe noch. Oh, ich muss nachher auch noch die Quest beim Jorvik-Stall machen. Da ist nämlich aktuell wieder der Wanderzirkus. Wie heißt er denn? Ja, ihr wisst schon, der Pferdemarkt, ne? Das muss ich ja immer schön machen. Seit ich weiß, dass das wichtig ist, um zu leveln. Sollte man nicht meinen, aber ist so. Auch wenn es nicht viel XP sind, irgendwann zählen die, diese wenigen XP.
Ja, also ich habe jetzt hier noch die Halloween-Quest. Dann denke ich mal die Weihnachts-Quest. Bis dahin werde ich sowieso noch nicht durch sein mit der ganzen Story. Es sind nur noch 2 Monate und wir wissen ja, wie schleppend das mit mir vorangeht. Ne? Ich spiele jetzt seit 1,5 Jahren und bin immer noch nicht durch. Andere schaffen das in 6 Monaten oder so, das ganze Spiel durchzuspielen. Ja, ich bin ein bisschen langsamer. Vor allen Dingen auch, was das Angeln und so angeht, Rufaufbau. Da bin ich echt so ein faules Stück Pupskacker. Das ist echt. Ich habe jetzt schon wieder monatelang nicht geangelt. Ich könnte schon so lange fertig sein damit und das ärgert mich. Aber gut. Ups, sorry. Hi, Leute. So, Geldwurzel. Gute Arbeit, die sehen super aus. Toll, Usiku wird niemals davonkommen. Das sind ein paar sehr schöne Stücke Rinde. Ah, also dann. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Ich habe sogar schon einige Male Weihrauch auf meinen Reisen durch Indien gemacht. Das sollte also kein Problem sein. Eine Sekunde. So, feineren Weihrauch hätten wir wahrscheinlich nicht bekommen können. Zumindest ohne es im Internet auf eBay zu bestellen. Alles klar, auf eBay. Alles klärchen. Okay, jetzt müssen wir diesen Weihrauchschale im Wald auslegen. Es ist wichtig, dass sie an den richtigen Stellen sind. Also direkt um Musiko herum, sodass es so viel Rauch wie möglich, sodass es so viel Rauch wie möglich abbekommt. Ich zeichne ein paar Markierungen auf dieser Karte an, damit du weißt, wo die Schalen hin sollen. Aber sei sehr vorsichtig, Usiku sucht offensichtlich im Wald nach neuen Opfern. Sprich mit mir, nachdem du den Weihrauch ausgelegt hast. Ich komme mit dir und warte einfach außerhalb des Waldes. Echt jetzt? Ich muss jetzt hin und her juckeln, wie so ein Postbote. Das ist echt ein bisschen ätzend gerade, ne? Dieses so hin und her. Okay, ich bin sozial und werde jetzt doch nicht wieder den ganzen Weg drin lassen. Jo, 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 jo. Da haben wir auch schon fast die erste Stelle erreicht. Okay, es wird dunkel, die Nacht bricht herein. Und das um wie viel Uhr haben wir? 20:43 Uhr. Und das, obwohl Star Stable genau weiß, wie sehr ich die Nacht hasse. Beziehungsweise es hasse, in der Nacht aufzunehmen. Die Ja, weiß ich, dass der da hinter mir rumläuft? Alles klar. Oh mein Gott. Okay, ich muss aufpassen. Oh mein Gott. Nightwish, komm weg da, bevor er von hinten angreift. Okay, wir müssen volles Rohr die Umgebung im Auge behalten. Haben wir alles? War es das schon? Nein, noch lange nicht. Okay, oh, ich weiß aber nicht, wo noch. Da hinten, okay, hier flackert was. Ist er hier? Kirk, 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 kirk. Okay, er kommt da hinten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist jetzt echt. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Okay, da bin ich. Warte, warte. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, was ich wirklich gerade für eine Angst habe, ne? Das macht mir gerade wirklich Angst. Oh mein Gott. Hi Geist, hi Geist. Sorry, ich habe gerade keine Zeit für dich, Geist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich wollte es auf der Karte markieren, aber Orange auf Golden Hills zu markieren bringt nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich als nächstes hin muss. Ich habe keinen Plan, Leute. Wirklich nicht. Ah, da. Halte die Augen offen, halte die Augen offen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Nightwish, schnell, schnell, schnell. Ah, da hinten, da, da und da, okay. Ich will nicht durch diese Blätter laufen, weil dann sehe ich nichts. Geist. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Die Frage ist auch, wenn ich die alle, also wenn ich noch nicht alle verteilt habe und der mich vorher wieder fängt, ob die anderen, die ich dann schon verteilt habe, noch immer da sind, wo ich sie hingestellt habe oder nicht. Yikes! 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 Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh weg. Bleib weg von mir. Ich schwöre bei Gott. Auch wenn ich nicht an ihn glaube. Bleib weg. Ux, ux, ux. Oh mein Gott, Star Stable, das ist ein Kinderspiel. Und ich bin 20 und hab Angst. Nein, nein! No!
Oh Gott, da kommt er, da kommt er, da kommt. Nightwish, 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 wir müssen hier weg, 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 weg. Wo ist denn da das Grüne? Da ist das Grüne. Was ist denn hier? Wo denn hier? Was denn hier? Ah, er ist von alleine hier hingekommen, wie schön, danke. Ist der ganze Weihrauch da, wo er sein soll? Super. Richtig, jetzt kommen wir zum gefährlichsten Teil. Was? Du musst Nightwish mit in den Wald nehmen und dich Usiku zur Schau stellen. Ich will, dass er glaubt, er könnte dich fangen. Lass dich ein wenig von ihm in den Wald verfolgen, bevor du sicher hier herausrennst. Wenn wir Glück haben, sorgt Usiku sich um mehr darum, dich zu schnappen, anstatt zu merken, dass seine Kräfte schwinden. Reite aus und überliste Usiku jetzt. Was muss ich machen? Wie muss ich es machen? Oh Gott, was verlangst du von mir? Ich sehe es schon vor mir, wie sich gerade alle eine Facecam von mir wünschen. Was? Das Menschenmädchen ist zurück? Bist du hier, um aufzugeben? Mwahaha. Vermutlich bist du hier, weil du endlich kapiert hast, dass du nur eine Frage der Zeit ist, bis ich dich finde. Hahaha, siehst du? Meine Kräfte wachsen und wachsen und mit jeder verstrichenen Stunde werde ich stärker. Bald wird die Nacht für immer über die gesamte Insel herrschen. Hahaha. Wunderbar, wunderbar. Nacht, Dunkelheit und keine Sonne. Aber genug geplaudert. Zeit, dich zu verschlingen. Komm her! Oh, verstehe, du willst noch etwas spielen, ja? Lauf, wenn du kannst, aber du wirst mir nicht entkommen. Hahaha, das macht es noch spaßiger. Es macht mich hungrig und du wirst noch besser schmecken, wenn ich dich mit einem Happen verschlinge. Ich kann deine Schreie kaum erwarten, muhahaha. Warte, was ist das für ein grässlicher Gestank? Was hast du getan? Ah, wenn ich dich erwische. Was? Oh, verdammt, er weiß, dass hier Weihrauch ist. Das ist nicht gut, das war nicht der Plan, oder? Das war nicht der Plan. Nein, das war nicht der Plan. Oh Gott. Yikes! Move! 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 Ich bin gerade so im Stress, das kann ich überhaupt nicht vorstellen. Oh nein, das machst du nicht wirklich, Star Stable. Boah, wie asozial. Meine größte Schwachstelle, diese Stelle in dem Rennen hier. Es geht mir super, ich bin total tiefenentspannt. Was ist mit euch so? Oh Gott, oh Gott. Oh, yikes, 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 yikes. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich schaffe das. Was, warum ist es nicht vorbei? Wow, es ist hell. Und es ist wieder Nacht. Gut gemacht, Ilva. Der Weihrauch zeigt seine Wirkung und schwächt das Monster. Da ist das Monster. Ilva, nimm die Statue und geh zum Monster. Alles andere sollte automatisch geschehen und das Monster danach in der Statue gefangen sein. Beeil dich trotzdem, bevor Usiku die Gelegenheit bekommt, seine Kraft zurückzugewinnen. Hi, du. Hi, geht's dir gut? Ja? Cool. Cool. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Also wir starten schon sehr, sehr stressig und aufregend in die 200er-Folgen. Schawupp, da habe ich eine Skype-Nachricht gekriegt, die kann ich aber jetzt gerade nicht angucken. Wir haben es geschafft, oder naja, du hast es geschafft. Wir haben Usiku gefangen. Danke für deine ganze Hilfe, Ilva. Kannst du die Statue zurück zum Schmugglerhöhle bringen? Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Super, wir sehen uns dann da. Ja, ich werde auch hier wieder den Weg überspringen. Ich reg mich gerade ein bisschen auf. Zum einen, weil ich jetzt gerade wieder gegen eine blöde Mauer gelaufen bin, nur weil ich auf die Tasten geguckt habe. Und zum anderen, weil ich jetzt schon einmal bei der gesamten... Also ich bin schon einmal den ganzen Weg gelaufen, war bei der Schmugglerhöhle, um festzustellen, dass ich diese verkackste Statue vergessen habe. Ja, also nochmal der Weg. So. Diesmal haben wir es richtig gemacht. Yay. Da, ich werde sicher gehen, dass die Statue erfolgreich verwahrt wird, sodass das Monster nie wieder fliehen kann. Ich wette, nächstes Jahr fliegt es wieder. Als Dank für deine ganze Hilfe wollen Rob und Bob dir ein kleines Geschenk überreichen. Rob besteht darauf, dass er es dir gibt. Also geh rüber und sprich mit ihm.
Rob glücklich, Ilva gerettet alles. Umarmung. Rob gibt Geschenk an Ilva. Geschenk von Rob und Bob. Yay, 3 Splitter. Wow. Ganze 3 für das alles. Das finde ich echt ein bisschen wenig. Aber gut. Besser als gar nichts, ne? Wieso? Ich würde sagen, wir holen uns das jetzt noch bei der Frau Hüsswers ab, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich eben nicht jeden Geist, den ich finde, filmen werde. So, bis gleich. Ich, Genie, habe gerade festgestellt, dass ich einen gewissen Teil nicht aufgenommen habe. Ich glaube, ich hätte ihn aufgenommen, aber die Aufnahme war auf Pause. Leider. Da bist du. Dann bin ich hingegangen und habe, ich hatte jetzt 5 Geister, glaube ich, waren es insgesamt befreit, habe das nochmal eingetauscht, habe noch ein Skelettpulver bekommen. Das heißt, so wie es aussieht, kriege ich jetzt nur noch Skelettpulver, aber Link meinte schon, sie hätte ein Zombiepulver bekommen. Also ich weiß es nicht genau, kann auch Zufall sein. Und dann habe ich mir noch die Hose gekauft von dem Geld, das ich von den Geistern gekriegt habe. Und gesagt, dass ich mir das Zaumzeug von diesem Spinnenoutfit noch holen möchte, aber wahrscheinlich nicht den Sattel, weil ich den nicht allzu schön finde. Was habe ich noch gesagt? Jetzt habe ich auch wieder Skelettpulver gekriegt. Ja. Super Genie bin ich. Es ist echt zum Heulen. Egal, dann ist dieser ganze Weg, den ich gerade eben unnötig gelaufen bin, nicht drauf, weil ich habe da, glaube ich, eh keinen Geist mehr gefunden. Noch den im Wald und ja, danach kam keiner mehr. Ich meine, es müssten. Ja, bis auf den im Wald sind, glaube ich, alle drauf. Also ich habe noch einen Golden ins Wald gefunden und ansonsten haben wir, glaube ich, alle. Ja. Naja. Was wäre eine Folge Let's Play Star Stable Online ohne den Fail von Bandicam und meiner Intelligenz? Dich im Bild. Ja, aber voll. Geil. Wunderbar. Okay, so. Ich würde sagen, das habe ich zwar gerade schon mal gesagt, aber egal. Nicht so schnell. Mir ist aufgefallen, dass ich ja dadurch, dass einiges der Folge fehlt, die Folge jetzt nur, ich glaube, 14 Minuten oder so geht. Das heißt natürlich, ich hänge hier noch was dran. Und was würde sich da besser eignen als eine kleine Zwischenquest, die wir bei Idris heute bekommen haben? Ich habe gerade den Infotech mit Link bearbeitet, beziehungsweise gemacht. Und nachher kaufen wir uns das neue Sony, das jetzt wahrscheinlich, wenn dieses Video rauskommt, schon alle kennen. Ja, und jetzt machen wir schnell die Quest und ich hänge dir an dieses Video mit ran. Ilva, komm näher. Es gibt da eine sehr wichtige Angelegenheit, von der ich dir berichten will. Oh ja. Mein Zirkus der Träume will Menschen glücklich machen und die Herzenswünsche all der Sonderlinge erfüllen, die ihren Weg hierher gefunden haben. In letzter Zeit trug mir der Wind eine dieser Wünsche herbei, die Welt verlangt nach etwas Schönem und der wunderbare Idris ist nur allzu gerne bereit, diese Sehnsucht zu erfüllen. Meine Treubegleiterin sie wurde bereits damit beauftragt, alle für so eine Aufgabe notwendigen Ingredienzien herbeizuschaffen. Und da ist sie auch schon. Okay, sie kommt mit einem Jorvikschen Starterpony angetrabt, angegangen. Was auch immer. Jetzt ist sie auf jeden Fall wieder da. Rückt alle näher, lasst die Show beginnen. Okay. Was hast du mit meinem Pferdchen vor? Oh je. Etwas in die Jahre gekommen. Natürlich besitzt es einen gewissen nostalgischen Reiz, aber es ist mein Wunsch, dir etwas ganz Neues zu bieten. Versuchen wir das noch einmal. Es sieht ein bisschen aus wie die Anfangspferde vor ein paar Jahren zu Ostern. Oh, ein Rentier. Oh je, was für ein festliches Malheur. Für die schönste Zeit des Jahres ist es noch etwas zu früh, nicht wahr? Dieses Geschenk sende ich wohl besser ungeöffnet zurück. Verzweifle nicht, kleiner Flo, wir kommen der Sache näher. Mein dritter Versuch wird etwas absolut Erstaunliches hervorbringen. Naja, so weit ist es nicht mehr, wir haben Ende November. Alle guten Dinge sind 3, komm. Yes! Magnifique, Ilva, Nightwish, tatsächlich ganz Jorvik. Seht euch diese Ausnahmeerscheinung an, die jetzt vor uns steht. Oh, wie süß. Das macht so ein Zebra-Glucksen. Die Krone meiner Schöpfung. Ein wahrlich einzigartiges Wunder, das nur im Zirkus der Träume von Idris geschehen konnte. Schnaub. Ach, sei nicht eifersüchtig, sie. Ihr seid beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise geheimnisvolle Wundertiere. Diese wunderbare neue Kreatur wird Sony heißen. Ein fantastisches und wunderschönes Wesen, das man nur im Zirkus der Träume von Idris zu Gesicht bekommt. Naja, und jetzt mittlerweile überall auf Jorvik, schätze ich mal. Ja.
Oh, ist das süß. Alle stehen da drum. Ich kann so ein Wunder wie dieses nicht für mich behalten. Dieses Geschenk muss ich mit der gesamten Welt, muss mit der gesamten Welt geteilt werden. Möglicherweise selbst mit dir. Für eine kleine Adoptionsgebühr könntest auch du das wunderbare Sony von Idris dein eigen nennen. Und wer weiß, vielleicht bringt es dir sogar Glück. Kaufen! 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 Genau, 550. Das Sony ist ein fantastisches Wesen, auf das man nur im Zirkus der Träume von Idris trifft. Das lesen wir uns im Let's Buy alles mal durch. Und nice. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Aber das Ding auf der Stirn leuchtet nicht. Warum nicht? Leuchtet das nur in der Natur? Doch, es leuchtet. Oh, da, jetzt hat's geleuchtet. Let it glow. Let it shine. Das ist so süß. Na komm, komm, zeig mal, wie du leuchtest. Nein, nicht, okay. Will nicht. Wie oft blinkt das denn so auf im Schnitt? Geh einfach drauf und guckst dir an, dann leuchtet das die ganze Zeit. Zeig her. Zeig mir dein Leuchten. Wenn es nicht den Kopf auf dem Boden hat. Nee, jetzt gerade leuchtet es nicht bei mir. Bei mir leuchtet es alle 2 Sekunden. Ah, da. Okay, gut. Ja. Die Verabschiedung hatte ich ja eigentlich schon vorgenommen. Ich hoffe, dass ich damit die Folge etwas länger machen konnte. Ich glaube, eine halbe Stunde habe ich immer noch nicht erreicht. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu sauer. Aber ich verspreche euch dafür, dass die nächste Folge schon recht bald rauskommt. So, in der sehen wir uns dann auch wieder. Und bis dahin, Okamis. Ahu!